zusammen. Ihr habt es gesehen, wir machen heute Bienenstichplätzchen mit Eierlikör. Und zwar, das sind drei Schritte. Einmal der Belag, den wir jetzt als erstes machen, dann der normale Teig und dann die Füllung. Aber es sind einfache Schritte. Also ist jetzt kein riesen Hexenwerk, aber das seht ihr jetzt gleich selbst. Und zwar hier in der Pfanne habe ich 15 Gramm Butter, 15 Gramm Zucker, einen halben Esslöffel Honig. Man kann auch Agavendicksaft nehmen, ein Esslöffel Sahne. Und hier habe ich jetzt noch drin 40 Gramm gehobelte Mandeln. Jetzt lassen wir das erstmal schmelzen. Und wenn sich das verbunden hat und die Butter geschmolzen ist, dann kommen die gehobelten Mandeln dazu. So, wie ihr sehen könnt, das Ganze ist geschmolzen. Und jetzt geben wir unsere gehobelten Mandeln mit dazu. Und jetzt können wir die eigentlich auch gleich schon zur Seite stellen. Also irgendwie mein Stativ, das rutscht hier immer auf meinem Boden weg. Heidenei, sage ich nur. Ich habe eben schon geflucht. Genau, das stellen wir jetzt zur Seite und kümmern uns um den Teig. So, und zwar den Ofen habe ich jetzt schon mal auf 175 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt zum Vorheizen. Jetzt haben wir hier drin einmal 75 Gramm weiche Butter, 40 Gramm Puderzucker, ein Ei, 50 Milliliter Eierlikör und hier drin habe ich einmal 50 Gramm gemahlene Mandeln, eine Prise Salz, ein Teelöffel Backpulver und 100 Gramm Mehl. Und jetzt werde ich erstmal die Zutaten in der Schüssel miteinander verrühren. Und wenn das dann sich alles verbunden hat, dann kommen die trockenen Zutaten dazu. Und das machen wir doch gleich mal, wenn der Stecker drin ist. So. Da meine Butter jetzt frisch gekauft war, ist die jetzt halt noch nicht weich gewesen. Deswegen mache ich es jetzt einfach so, dass ich jetzt einfach schon die trockenen Zutaten dazu gebe. Weil sonst stehen wir hier noch 100 Jahre. Und dann kann sich das mit den trockenen Zutaten schön miteinander verrühren. So, jetzt habe ich meinen Teig in einen Spritzbeutel gegeben. Der ist nicht perfekt sauber, weil den habe ich vorhin schon benutzt und habe ihn deswegen nur grob sauber gemacht. Und jetzt werden wir mal gucken, dass wir hier so ungefähr so vom Durchmesser 3 cm große Kreise machen, etwas Platz lassen. So, jetzt habe ich mir die gezählt. Ich habe jetzt 16 Stück, also das passt dann genau, weil man ja immer einen Deckel und einen Boden braucht. Ich habe jetzt hier einfach einen Löffel mit Wasser und tue mir das einfach hier noch ein bisschen flacher drücken, denn auf eine Seite soll ja jetzt noch die Mandel kommen. Was natürlich sein kann, gut sein kann, dass beim Backen ein bisschen die Mandeln auch noch verrutschen, runterrutschen, dass man die später dann noch mal drauflegen muss. Aber das sehen wir dann einfach, wenn wir so weit sind. Und jetzt haben wir hier unsere Mandeln und die gebe ich jetzt einfach auf die Hälfte von den Keksen hier oben drauf. Wenn wir das gemacht haben, kann das Ganze schon in den Ofen. Und die Füllung ist auch ganz schnell gemacht, also es sind wirklich keine riesen aufwendigen Kekse, auch wenn sie so aussehen. Jetzt habe ich nach 20 Minuten die Kekse rausgeholt und jetzt, ihr seht, so vereinzelt sind hier die Mandelblättchen. Das hatte ich vorher gemeint, dass die jetzt, wenn das Ganze verläuft, vielleicht ein bisschen runterplumpsen. Kann man die jetzt noch mal etwas verteilen, jetzt wo das Ganze noch nicht fest ist. Was ich noch sagen wollte, und zwar, ich hatte noch von den Mandelblättchen übrig, weil wir hatten ja da nur so einen kleinen runden Klecks. Und ich habe dann einfach nach 2 Minuten ungefähr den Ofen aufgemacht. Da ist es dann schon mal schön verlaufen. Und dann habe ich einfach noch vereinzelt auf ein paar Stellen
dann nochmal Mandelblättchen draufgegeben. Dass dann, wenn das verläuft, nicht nur in der Mitte so ein Klecks ist, sondern ja, möglichst viel. Denn das macht es ja auch aus, diese Mandelblättchen. Verteilen wir das noch und dann soll das Ganze nämlich abkühlen. Und wenn es abgekühlt ist, dann kann die Füllung drauf, die wir natürlich jetzt noch gleich machen. Aber die ist blitzschnell zusammengerührt. Deswegen müssen wir uns da nicht sputen. Ich merke jetzt nur gerade, das merke ich jetzt erst, dass ja die unteren Teile, die sind ja jetzt viel kleiner. Muss ich das hier nochmal ein bisschen zusammenschieben. Zumindest zum Teil. Die zwei gehen noch. Naja, aber es ist handgemacht. So, ich würde sagen, so können wir das lassen. Und dann lassen wir das abkühlen. Ich stelle es einfach auf den Balkon, da kühlt es schneller ab und dann rühren wir uns jetzt einfach die Füllung zusammen. Genau. Was ich mir auch gerade noch überlegt habe, weil ja jetzt bei mir die Bodenschicht sozusagen, also die Bodenseite vom Keks ja kleiner ist, wenn ihr einfach vorher das Ganze ein bisschen flach drückt, könnt ihr ja einfach die Hälfte von den Keksen, die nicht belegt ist, einfach ein bisschen weiter verstreichen, dass es einfach schon flacher ist, dass wenn die obere Schicht dann mit den Mandeln schmilzt, dass es dann ungefähr wieder auf gleiche Höhe kommt, also der gleiche Durchmesser. Das ist mir jetzt nur gerade eingefallen, so würde ich beim nächsten Mal machen. Für unsere Füllung haben wir hier drin jetzt 50 Gramm gemahlene Mandeln, die blanchierten. Das sollte man auch machen, steht im Rezept so drin. Ein Esslöffel Puderzucker und 40 Milliliter Eierlikör. Und das können wir jetzt miteinander verrühren. Jetzt kommen wir zu dem Befüllen. Jetzt nehme ich mir einmal hier so einen Boden. Welchen Deckel nehmen wir? Nehmen wir den. So machen wir das jetzt mit den anderen. So, man sieht, also ich finde, die sind eigentlich echt nicht aufwendig, obwohl sie echt so was hermachen. Hoffen wir natürlich auch, dass sie dem entsprechend auch gut schmecken. So, ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zum spannenden Test, wie das Ganze schmeckt. Ich bin gespannt. Sehr, sehr lecker. Ja, ich kann echt nicht mehr sagen. Das ist totale gute Kombination zwischen den ganzen Sachen. Deswegen, wenn euch die einzelnen Komponenten schmecken, dann schmeckt euch auf jeden Fall die Zusammenstellung. Deswegen kann ich nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!